Herzlich willkommen, liebe Damen, herzlich willkommen, liebe Herren, zu unserem wöchentlichen Händler-Live-Trade. Heute wird unsere Währungs- und Indexhändlerin Lisa ihre Trade-Idee ausgearbeitet vorstellen. Doch bevor sie diesen Trade gleich im Anschluss an diese Sendung absetzen wird, werden wir sie vorher einmal fragen, wie sie denn zu dieser Trade-Idee gekommen ist, sowohl aus charttechnischer Situation oder auch aus fundamentaler Basis. Kurze Info vorab für alle, die sagen, hey, mich interessiert das, wie Lisas Trade und auch alle anderen hier bei uns bei Heavy Traders laufen, dann einfach mal auf heavytraders.live gehen oder sich die App holen. Da habt ihr alle Trades natürlich ganz sauber übergesichtet. Jetzt wollen wir es natürlich aber ganz genau wissen, also Ohren aufgespitzt. Und zwar, hallo Lisa, wie war dein Tag bisher und worauf hast du ein Auge geworfen? Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir nochmal zu der Sendung zum Händler Live Trade. Ich habe heute ein besonderes Auge auf den S&P 500 geworfen. Das ist natürlich gerade hinsichtlich der Notenbanksitzung heute Abend besonders spannend. Da ist natürlich immer sehr, sehr viel Volatilität erwartet, beziehungsweise auch sehr viel Liquidität im Markt, was dann zu sehr vielen schönen Bewegungen auch führen kann. Und da habe ich mir jetzt mal ein Setup rausgesucht, wie man das Ganze meiner Meinung nach gut mitnehmen kann. Basiert denn dein Trade eher auf fundamentaler Basis oder auf charttechnischer Situation? Ich bin ja auch vom Herzen ein Charttechniker, deswegen basiert die meisten meiner Trades vor allem auf der Charttechnik, aber auch aus fundamentaler Sicht ist das Ganze natürlich gerade sehr interessant. Ich würde sagen, wir werfen erstmal einen Blick in die Charttechnik und da habe ich einmal den S&P geöffnet im Tageschart und wir sehen, dass wir hier im Tageschart einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend haben seit Beginn der ersten Zinserhöhung tatsächlich, relativ zeitgleich. Und haben uns da sehr, sehr schön bullisch aufgebaut und es passt natürlich jetzt auch, dass auch wahrscheinlich wieder eine weitere Zinserhöhung erwartet wird im Markt, also dass erwartet wird, dass hier 25 Basispunkte nochmal erhöht werden, aber das ist ja erstmal etwas, was bereits eingepreist ist. Das, was natürlich jetzt sehr, sehr interessant wird, ist natürlich die Frage, was passiert danach? Das ist natürlich mit der Pressekonferenz etwas, wo dann nochmal sehr, sehr viel Volatilität auch kommen kann. Wir gehen einmal in den Timeframe so ein bisschen runter und schauen uns das nochmal genauer an, weil das auch ein Trade ist, der tatsächlich eher Richtung Intraday-Basis auch gedacht ist, beziehungsweise sehr, sehr kurzfristig auch angelegt ist. Und da sehen wir, dass wir hier kurzfristig gesehen auch eine sehr, sehr schöne Aufwärtstendenz haben. Das heißt, wir haben hier auch ebenfalls einen bullischen Aufbau, der untergeordnet ist. Und mir gefällt es immer sehr gut, wenn wir Trends haben, die sich sowohl in den größeren Timeframes als auch in den kleineren Timeframes widerspiegeln. Das heißt, das ist schon mal so Punkt 1, ein Punkt, der sehr, sehr gut für den Trade ist. Dann Punkt 2, wir sind hier an so einer genannten Liquiditätszone. Das ist eine sogenannte Nachfragezone, wo entsprechend Liquidität liegt. Liquidität ist in der Regel in Form von Orders einfach vorhanden und das ist etwas, was man hier in diesen Zonen dann entsprechend findet. Optimal ist es natürlich, wenn wir diese Zone jetzt mit so einer kleinen Konsolidierung, das heißt mit so einer kleinen Wake-up-Schematik abarbeiten. Das ist etwas, was sich gerade schon so ein bisschen androht, aber noch nicht manifestiert hat. Das, denke ich, wird aber in den nächsten paar Stunden auch noch passieren. Das ist so, wie gesagt, Punkt 2 mit der Zone. Und Punkt 3, wir haben hier auch ein sehr, sehr schönes Fibonacci-Korrekturlevel. Wenn wir das einmal anlegen, sehen wir, dass wir hier an das 78,6er-Korrekturlevel gerade andocken. In dieser kleinen Mini-Korrektur. Das bedeutet, wir haben natürlich von hier aus umso mehr Luft nach oben, das Ganze weiter hochzuspielen. Das heißt, je weiter wir runterkommen, desto besser ist natürlich auch das CRV von diesem Trade. Das heißt, wir haben hier ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1:6. Das heißt, man kann das Sechsfache von dem, was man riskiert, in dieser Position prinzipiell gewinnen. Und das ist ja auch hier das Ziel, erstmal die 4.615 hier oben. Das heißt, dass wir hier nochmal quasi runterkommen, das Ganze so ein bisschen spannen wie Pfeil und Bogen und je weiter man den Bogen gespannt hat, desto weiter fliegt der Pfeil. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip von diesen Fibonacci-Korrekturleveln. Das heißt, das ist etwas, was mir in dieser Charttechnik, in diesem S&P gerade sehr, sehr gut gefällt und was ich ganz gerne handeln möchte und umsetzen möchte. Wunderbar. Wie genau stellst du dir vor, den Trade umzusetzen? Stichwort Chance-Risiko-Verhältnis und vor allem mit welchem Hebelzertifikat? Na, Chance-Risiko-Verhältnis hatte ich ja gerade schon einmal genannt. Das ist so 1:6. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Position 100 Euro riskiere, habe ich die Möglichkeit, das Sechsfache, also sprich 600 Euro zu gewinnen. Vorausgesetzt natürlich A, das Ganze läuft in das Ziel, was ich haben möchte und B, natürlich auch, dass man keine Teilprofite nimmt. Ich nehme persönlich immer relativ gerne Teilprofite, aber das ist ein Thema dann für den Live-Handel. Ich habe dafür ein Zertifikat rausgesucht. Das Zertifikat hat die Kennnummer UL5WN2 und hat einen Hebel von 38,7 und eine K.O.-Schwelle von 4.457,92 Punkten. Ist das, was ich da gerade mir rausgesucht habe, womit ich das Ganze gerne umsetzen möchte.
Besten Dank, Lisa. Vielen Dank. Also ihr habt es gehört, unsere Währungs- und Indexhändlerin Lisa sieht hier eine reale Chance, dass dieser Trade letztendlich ins Ziel laufen wird. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Trade von Lisa und auch alle anderen Trades hier bei uns laufen und gelaufen sind, dann am besten einfach mal auf heavytraders.live gehen oder sich die App holen, wo ihr real-time jedes Mal live dabei seid. Und ja, hier geht es bei uns dann eben gleich weiter mit der Wall Street Vorbörse. Also am besten sich da mal ein Ticket ergattern, dazustoßen und dann geht es hier gleich weiter, Schlag auf Schlag. In diesem Sinne, bis gleich.